Ach, Montag, es geht wieder los, meine Freunde. Tja, wie ihr merkt, kriegen wir langsam so einen kleinen Rhythmus rein. Ne? Montag, Dienstag immer so ein Maxim quatscht. Das tut doch gut am Anfang der Woche. Eigentlich habe ich überlegt, das Format so ein kleines bisschen auszubauen, weil es hat mehrere Funktionen. Zum einen kriegt ihr mit, was so geht, ne? Was so ansteht. Das ist quasi das Hauptformat. Dann erzähle ich noch das ein oder andere aus meinem Leben. Und ich habe mir überlegt, dass wir das vielleicht so machen, dass wir die ein oder andere Frage von euch reinpacken. Na, das heißt, ich schaue einfach in das letzte Video oder vielleicht machen wir es über Summoners Inn, mal gucken. Und ihr stellt mir drei, vier Fragen und wir haben bei jedem Maxim-Quatsch-Tauch ein, zwei Fragen beantwortet. Was jetzt weniger Antworten wären als Fragen, aber ihr wisst, was ich meine. Gut. Bringen wir ein bisschen Struktur rein. Was steht denn an? Und zum einen erstmal ist die Woche wieder gefüllt mit Cars, denn die ESL-Meisterschaft neigt sich stetig dem Ende. Wir haben jetzt ja die fünf Cups hinter uns gebracht und nun haben wir die Playoffs. Die sind quasi heute und morgen. Könnt ihr definitiv reinschauen. Ganz wichtig, nicht auf dem Summoners Inn Live-Kanal, sondern auf dem ESL-Summoners Inn-Kanal. Link ist wie immer in der Beschreibung, könnt ihr da reingucken. Könnt ihr dann vorbeischauen, würde ich mich freuen, denn es ist wieder so ein legerer Cast von mir. Na, ist schon ein Wunder, dass ich nüchtern bin. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Sonst ist die ganze Woche eigentlich auch gut gefüllt. Also, wir haben da noch Challenger-Studios und natürlich LCS, NA, EU, Q, MU, Korean, alles. Ah, unser Cast-Kalender, Leute. Wer es immer noch nicht weiß, geht auf Summoners Inn, geht auf Kalender und dann werdet ihr feststellen, dass da die Cast des Todes auf euch warten. Diese Webseite lohnt sich echt. Außerdem, gleich, wenn wir schon mal bei der Webseite sind, zwei Hinweise. Der erste Hinweis ist, schaut mal ins Forum rein. Denn wir versuchen da regelmäßig einfach so eine gewisse Frage, so ein gewisses Wochenthema dort zu stellen. Und ihr könnt euch gerne in den Foren äußern. Wir selber werden natürlich auch unseren Senf dazu beitragen. Das letzte Mal haben wir dabei über Musik geredet, also was sind eure Lieblingsband oder was verbindet ihr generell mit Musik, und jeder von Summoners Inn, ja, leistet da seinen Beitrag, beziehungsweise wir kommen in eine kleine Diskussion. Könnt ihr vorbeischauen, das Forum ist eigentlich ganz cool und auf jeden Fall eine gute Sache für nebenbei. Der zweite Punkt, der Summoners Inn und die Webseite quasi indirekt betrifft, ist, dass wir ein neues Format haben. Denn Summoners Inn selber ist ja so eine kleine Zusammensetzung aus News und beziehungsweise Zusammenfassung der LCS. Es ist halt sehr, sehr E-Sport-lastig. Wir haben gedacht, Mensch, Summoners Inn besteht ja aus so, so vielen Leuten. Deswegen könnt ihr da mehr über uns erfahren. Denn wir haben eine neue Rubrik, wo wir ganz einfach auch Fragen videotechnisch beantworten. Ein bisschen wie bei Frag Pete's Meet. Und hier haben wir quasi Frag Summoners Inn so ungefähr. Und ja, bei der letzten Frage war halt der peinlichste Moment im Stream oder in dem Video. Könnt ihr gerne vorbeischauen, ist ein lustiges Ding. Link in der Beschreibung auf YouTube. Gut, den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, fängt mit einem Dankeschön an euch an. Denn bei den letzten Warum spielt niemand mal Zyra und Nocturne, habt ihr euch kommentartechnisch brutal geäußert. Was ich sehr, sehr schön finde. Und dabei ist nicht nur die schiere Anzahl der Punkte, sondern dass ihr auch ins Diskutieren geraten seid, wie was funktioniert, welcher Champion denn vielleicht noch in diese Rubrik geschoben werden kann. Und das ist für mich persönlich etwas sehr, sehr Schönes, denn ich bekomme neues Videomaterial zugeschmissen, beziehungsweise Fragestellungen, auf die ich vielleicht selbst nicht gekommen wäre. Es ist natürlich dabei so, gerade bei den Champions, dass ich schon einige abgearbeitet habe. Ja, viele haben nochmal nach Galio oder so gefragt. Da muss man gucken. Also ich habe ja in die Playlist versucht, so ein Stück weit zu ordnen, und schaut da definitiv mal vorbei. Oder schaut zuerst, bevor ihr die Frage stellt. Bezogen auf diese Woche habe ich mir mehrere Videos vorgenommen. Wie gesagt, wenn ich ja da bin, kommt immer was Tolles. Wenn ich weg bin, also am Wochenende, kommt etwas Entspanntes. Ja, das letzte Mal hatten wir ja Eis ohne Waffe beim Erklärt die Welt. Oder ich erzähle wieder irgendeine kleine dreckige Geschichte aus meinem Leben. Ja, beides entspannt. Aber jetzt LoL-Technik nicht so deep. Gut, aber die Themen diese Woche werden wahrscheinlich sein, warum spielt niemand Trundle? Außerdem wurde mir geraten, mal eine Zusammenstellung zu machen, was so Meta-Picks sind. Es gibt ja Champions, die beliebt und effektiv gleichzeitig sind, und eine Aufzählung fürs Ranked haben sich sehr, sehr viele gewünscht. Und ich habe mir gedacht, kommst du dem Ganzen so ein Stück weit nach? Wahrscheinlich mache ich das so Patch für Patch, denn manchmal ist es halt so, dass es massive Änderungen gibt und ein Champion einfach in die Höhe schießt. Also von der Effektivität, von der Pickrate und so weiter und so fort. Ja, und sonst lasse ich mich wieder leiten. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie es wird. Es wird eine sehr anstrengende Woche für mich. Also das ist auch ein Punkt, den ich so ein bisschen beachten muss. Aktuell versuche ich wieder ein bisschen mehr Sport zu treiben, aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken, und auch gesunde Ernährung. Ernährungstechnisch bin ich leider der absolute Oberlappen und finde irgendwie keine Zeit. Ich habe jetzt sehr häufig das Auto zur Verfügung, was natürlich dazu führt, dass ich morgens nicht beim Bäcker oder Gemüsedude vorbeischaue und mir da irgendwas holen kann, irgendwas halbwegs Gesundes. Wobei Bäcker jetzt nicht mal gesund ist, aber deswegen ist ein Frühstück, teilweise frühstücke ich ja nicht. Ja, ich versuche da irgendwie meinen Körper halbwegs zu stabilisieren. Vielleicht fällt euch ja irgendwas Tolles ein, was man machen kann, ohne viel Aufwand zu betreiben oder was im Alltag ist.
Ach, früher hatten wir diese lustigen Gürtel, die vibrieren, wenn du deine Bauchmuskeln nicht anspannst. Ich glaube, mein Vater hat sich irgendwas mal bestellt. Völlig useless. Oder diese Geräte, die man so anschließt und dann zucken die Muskeln die ganze Zeit und dann hast du das Epic Workout im Büro. Oh, hoffentlich. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das sehr gut funktioniert, geschweige denn gesund ist, als sich wirklich mal zu bewegen. Naja, schaut auf jeden Fall bei den Streams vorbei, würde ich mich absolut drüber freuen. Auch die Links in der Beschreibung zu Summer das Inn und so weiter führen euch auf den hellen Weg. Und ich wünsche euch einen entspannten Montag. Ich weiß, Montag sackt, aber ich habe gehört, sehr viele haben aktuell Ferien oder Zeugnisse. Ja, es ist alles verdoomt und schön gleichzeitig. Gerade Zeugnisse können einen schon richtig wrecken. Aber muss man durch. Na, wenn die Schulzeit vorbei ist, dann kommt der wahre Horror. Glaubt mir. Gut. Ich wünsche einen sehr entspannten Tag. Viel Spaß beim Ranken.